Dieses Spiel wurde gesponsert durch die Firma GamesPlanet. Nun wünsche ich euch viel Spaß hier bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Mein Name ist Halirut. Und ja, wir befinden uns hier immer noch in Cirith Ungol und wir wollen jetzt den nächsten Außenposten hier einmal einnehmen. Und dann starten wir direkt mal durch. So. Gut, wie soll den hervorlocken, indem wir in schneller Folge Feinde aus dem Schatten heraus töten. Ei, das wird schwierig. Gut. Erzürnt durch Erfrierung, das ist gut zu wissen. Gefolge von Wilden, eieiei. Enorme Ehrfurcht. Entflammbar. Erleidet Schaden durch Fernkampf. Erleidet Schaden durch Hinrichtung. Aha. Gut. Oh, jetzt habe ich die Quest nicht gestartet. Mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Schattenangriff. Schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. So. Im Schleichen getötete Feinde. Vorsprung. Okay. Ich kann mir ja doch Zeit lassen. Ja toll, du Arsch. Penner. Das war so nicht geplant. Ah, ich hab's geahnt. Jetzt läuft der Timer los. Gut. Okay, das läuft so gerade nicht, wie ich das mache. Wir machen das gerade grundsätzlich total falsch. So sollte das eigentlich sein. Jetzt habe ich den aber nur bewusstlos geschlagen. Gut, ich glaube, das wird hier nichts. Das wird nichts. Das schaffe ich in der Zeit jetzt nicht. Wir haben das falsch angegangen. Ach komm. Das läuft hier gerade nicht so, wie das laufen sollte. Nee, das läuft hier gerade echt nicht so, wie es sollte. Zumindest läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, ich lasse die Zeit mal ausklingen, das wird nichts. Das müssen wir nochmal wiederholen. Sehr dumm gelaufen, aber das sind Sachen, das passiert, ne? Wie, jetzt soll ich weitermachen mit der Aufgabe? Jetzt ist der Timer stehen geblieben. Achso, das gibt es dann wahrscheinlich nur keinen Bonus, weil ich das innerhalb der Zeit geschafft habe, ne? Denke ich jetzt mal. Naja, okay, soll mir recht sein. Jetzt läuft der Timer wieder. Gut. So. Oh, hüpft doch nicht auf den Grog rum. Glaubst du, der Oberherr könnte es mit der Spinne aufnehmen? Wenn er wollte, dann sicher. Ist er. Scheiße. Wenn die dich ja mal gesehen haben, dann ist er in dem Gelände, ne? Dann hast du keine Chance. Oh, ich brauche nur noch einen. Fuck, fuck. Oh, komm.
Scheiße. Es ist der Timer wieder zurückgesetzt. Ich könnte wohl kotzen, könnte ich, ey. Oh Mann, ist das nervig. Okay, das wird nichts. Ich muss erstmal hier warten, bis die Ruhe eingekehrt ist. Weil die flippen jetzt alle aus hier und rennen sowas von hinter mir her. Deswegen werde ich jetzt erstmal warten. Bis sich das hier wieder ein bisschen beruhigt hat. Und dann sollte das klappen. Aber erstmal muss ich das hier alles wieder ein bisschen beruhigen. Sonst habe ich da keine Chance. Ach komm! Ach Leute, gleich werde ich hier aber aggro, ey. Viel fehlt mir da jetzt nicht mehr gleich. Eine was? Mächtige Nachricht? Oder was hat er gesagt? Boah, wenn man New Orks sucht, dann findest du aber auch keinen, ne? Da ist einer. So, einer fehlt noch. Jetzt schaffen wir es aber. So, fertig. Oh, du kannst zügig töten. Ja. Und weg, sehr schön. Aber wie sieht's mit deiner Ausdauer aus? Das finden wir gleich raus. Okay, er ist schon mal ein Fallensteller. Er muss noch mal kurz gucken. Ah ja, genau, da mag keine Einfrierung. Er ist auf jeden Fall entflammbar, mag keine Einfrierung und er leidet Schaden durch Fernkampf. Und Hinrichtung und anfällig für Bestien, das ist gut. Gut. Er ist anfällig für Bestien. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Karador herrufen können? Die Hauptmänner sind nervös. Es scheint, der Grabwanderer macht Jagd auf. Naja, machen wir erstmal das Nest weg. So. Wieso rennst du jetzt weg, du Eimer? Was bist du denn für ein Weichei? Okay, das ging jetzt einfacher als ich dachte. Soll mir recht sein. Gut, da hätten wir gelöst. Aber das war ja mal echt jetzt ein Weichei. Das war ja ein richtiges Weichei. Eine Sorge weniger für uns. Ja, denke ich. Jetzt ist es leichter, dieses Gebiet zu durchqueren. Genau, denke ich mir auch. Oh, das war jetzt ein Weichei. Gut, dann würde ich sagen, ich hole mir dann jetzt erstmal, glaube ich, den letzten Turm. Und dann geht's hier oben in die Höhle des Löwens sozusagen. Der Turm ist da oben und da haben wir eine Blutrache. Gut, ich werde noch einmal eine Blutrache versuchen. Ja, warum nicht? Hm.
bist tot. Schnauze. Findet den Grabwandler. Das ist weiter, wir kriegen ihn. Ey Leute, darf ich mal mit diese Information da einmal holen? Ist mir das gegönnt? Weil jetzt kommst du auch noch auf deinem Karador da. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Kollege, oder? Da kommt noch einer. Gut, jetzt muss ich mich erstmal verdünnisieren. Weil ich habe hier gerade diese scheiß Rüstung an. Dass ich dadurch Lebensenergie verliere, wenn ich die Leute abmurks. Scheibenkleister, ey. Weil, wie gesagt, ich habe hier eine legendäre Rüstung an und damit kann ich diverse Aktionen ausüben, ohne Macht zu haben. Aber davon wird meine Gesundheit leider was davon abgezogen. Und wenn wir halt nicht aufpassen, sind wir dann ganz schnell tot. Ne, das kann so schnell gehen. So, heilen wir uns erstmal wieder frisch hoch hier. Das Dunkel schätzt mich. Wer ist er denn? Ist das ein Hauptmann? Ja, Tatsache. Kein Wunder, dass der nicht klappte gerade. Schmerzen. Und du teilst sie wohl gerne aus. Ja, das denke ich mir auch mal so. Warte mal. Zack. Genau. So. Aber ich frage mich, kannst du Schmerzen aushalten und dann aufstehen wie ich? Ja, okay. Ja, trotzdem tot. Habe ich mir schon gedacht. Jetzt hat er dazugelernt. Ah, jetzt wird er hier ein bisschen aggro, der Typ. Der wird es nicht leicht hier. Scheiße, ey. Okay, machen wir das anders. Mache ich das einfach so. So, das hat natürlich jetzt wieder unheimlich Gesundheit gekostet. Meine Aufgabe deutlich. Sie wollen den Kampf verlängern und uns zermürben, die Narren. So, wir müssen da oben hin für die Blutrache. Aber ich hätte jetzt erstmal ganz, ganz gerne irgendwie noch ein bisschen Heilung. Naja, wir können aber auch die Heilung an die bei der Blutrache kriegen, denke ich. Eines Tages werde ich Oberherr. Und jeder wird mich fürchten wie die Dunkelheit selbst. Wer quatscht denn da? So. Was ist das hier, die Kloake von denen da? Oder warum blubbert das da vor sich hin? Das ist ja ekelhaft. Achso, okay. Nein, hier ist gerade überhaupt nichts in Reichweite. Egal. Machen wir das eben. So, räche Atzis, indem du tötest. Wer ist denn das? So, er leidet Schaden durch Fernkampf, er leidet Schaden durch Hinrichtung und anfällig für Bestien. Furcht vor Festnageln? Entflammbar. Gut, das reicht mir eigentlich alles schon. Und da müssen wir bald Gas geben, dass wir hier in diesem Gebiet fertig sind, dass wir sozusagen in das nächste Gebiet übersiedeln können. Ne? Das wird dann auch noch allerhöchste Eisenbahn.
Ich bin ja immer einer, der lässt sich unheimlich Zeit damit. Weil ich rush halt, wie gesagt, nicht einfach so den Story-Modus durch. Ich versuche wirklich irgendwie nach Möglichkeit alles mitzukriegen. Prost. So. Ich soll 15 Zecher töten. Und zwei davon sollen wir terrorisieren. Okay. Ah gut, die Lebensenergie ist trotzdem wieder voll. Gut. Dann gehen wir mal rein in die Höhle des Löwens. Ich habe zwar keine Ahnung, was Zecher sind, aber das werden wir, glaube ich, noch feststellen. Sie lieben die Dunkelheit. Bald werden sie von meinem Licht erfasst. Wir machen auf jeden Fall Party da unten. Mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme an die. Die könnte ich rein theoretisch einfach töten, indem ich den Gock anzünde, ne? Das wäre das eine. Aber wir müssen ja erstmal zwei terrorisieren. Hat nochmal den Spaß. Gut, das optionale Ziel ist abgeschlossen. Warum leben die denn wieder? Okay. Ist da gerade ein Wag hinter mir? Kann das sein? Alter, wo kommen denn die Viecher jetzt hierher? Ist das euer Ernst jetzt, ey? So, King Louis kommt. Ein legendärer, okay. Köpfe von Feinden für eine Beförderung. Auch noch ein Schildträger, den mag ich ja überhaupt nicht. Gut, ich brauche jetzt erstmal eine neue Lebensenergie. Haben wir hier irgendwo einen Schützen auf dem Dach, den ich mir holen kann? Da hinten sehe ich einen, den können wir doch direkt gebrauchen. So, dankeschön. So, dann der King Louis, der ist ja hinten irgendwo. Der mag auf jeden Fall keine Bestien. Da sollten wir dann vielleicht ein paar Karador, Grauks, was auch immer wir hier finden, loslassen von alleine. Da freut er sich tierisch drüber. So. Okay. Das ist nur so ein Fliegennest. Grog. Wir machen das einfach mal so. Und so.
Ich hab schon gedacht. Du hast mich zerteilt. Ja. Jeder andere Ork wäre gestorben, doch ich habe überlebt. Mehr als das. Ich bin gewachsen. Meine Brüder setzen mich zusammen, stärker denn je. Doch sie haben mich nicht erschaffen. Du warst es. Du bist der Schöpfer der Maschine. Ich bin der Schöpfer der Maschine. Das ist gut zu wissen, auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, von welcher Maschine hier gerade geschnabuliert wird. Ich finde, hier haben wir gerade keine Bestien. Ja. Schreien jetzt rum. Du hast mich doch nicht verraten, Kollege. So, ist er wieder unten? Weil ich glaube, ich habe da hinten irgendwo einen Köder gesehen. Wir könnten auf jeden Fall... Jetzt habe ich keine Elbengeschosse mehr. Ach, grausam. Irgendwo haben wir aber hier Pfeile. Wo sind denn hier Pfeile, verfluchte Kacke? Laut Minimap sollten hier irgendwo Pfeile sein. Ich finde hier gerade nur keine. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Wir finden es. Er ist ja gerade ein bisschen echt doof. Okay, warte mal. Da sind sie. So, dort ist er. Gut. Leider habe ich hier gerade keine Bestie am Start. Oh, der hat sich wieder hochgeheilt. Kann das sein, so ein bisschen? Ja, der heilt sich natürlich hoch, ne? Wenn ich zu lange brauche, heilt er sich eigentlich ungünstig wieder hoch. Das müssen wir ein bisschen zügiger machen hier. Damit er sich gerade eben nicht hochheilen kann. Sehr schön. Sollen die Viecher ruhig den Rest machen? Ich dachte, der ist anfällig für Bestien, aber irgendwie scheint ihn das nicht wirklich zu jucken, habe ich das Gefühl. Das ist ja lustig. Habe ich da gerade ein bisschen falsch gelesen bei dem, oder wie? Satra. Entflammbar. Naja, okay, dann versuche ich den mal irgendwie anzuzünden. Dann versuchen wir den mal anzuzünden. Der Plan mit dem Bestien ging leider nicht so wirklich auf, wie ich mir das geplant hatte. Okay. Dann fangt ihn. Er lauft doch mal hin da zum Grog, Kollege. Sehr schön. Was? Ein Urwurf ist
So. Ah, ich hab nicht aufgepasst, verdammt. Ich muss das Feuer entzünden. Außer Atem, nicht nachlassen. Du ölst die Räder, das Menschlein versteckt sich. Das war eine Attacke gerade zu viel gewesen. Das war eine Attacke viel zu viel. Okay, ich habe wieder keine Elbengeschosse. Warte mal, ich habe doch auch explosive Elbengeschosse, oder? Ich glaube, da kommt der gleich hochgekaspert. Dann hauen wir mal ab hier. Der Kollege ist nämlich nicht ganz ohne, ey. Verstehe ich nicht. Wie mache ich denn die explosiven Geschosse? Was wollt ihr denn alle hier? Obwohl, ich sollte den mal behalten, ne? Ich brauche Heilung. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss hier weg. Der Typ, der ist aber auch wirklich lästig. Der ist nicht ohne hier, der Kollege. Ja, diese Blutrache dauert wohl ein bisschen länger als geplant. Ich dachte, das wird immer im Schnell gehen. Aber Arschlecken, das wird nix. Alter, wie schnell kommen denn die hier immer hochgeklettert, ey? Boah, das reicht mir hier. Dann auch diese blöden Bogenschützen hier. Großer Clown. Boah, jetzt hüpf doch mal hier runter, verflucht. Mann. Das ist aber auch nervig, ne? Mal hüpft er da runter, mal macht das nicht. Gut, ich brauche wieder ein bisschen Kraft. Der ist schon wieder voll geheilt. Der will mich doch verarschen, will er mich. Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Ich habe doch explosive Geschosse, bin ich der Meinung. Raubvogel. Mächtiger Schuss. Drücke bei voller Macht. RB. Ach, bei voller Macht. Okay. Ich habe keine volle Macht. Ah. Wie kriege ich denn den Kleinen am besten? Wie kriege ich denn den jetzt klein gekillt, ey? Habt ihr das gehört? Los,
verstehe das nicht. Warte mal. Entflammbar. Furcht vor Festnageln. Erleidet Schaden durch Fernkampf. Erleidet Schaden durch Hinrichtung. Anfällig wie Bässchen. Ja, anfällig wie Bässchen habe ich gesehen. Das juckt ihn noch gar nicht. Die Bohne, die Bässchen. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal annageln und dann bearbeiten. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Lass mal den mal festnageln. Scheiße, voll vorbeigeschossen. Wie soll ich denn so meine Ziele sehen? Warum lässt du dich da jetzt fallen, ey? Ach, da haben wir gerade einen Grauk losgelassen. Den mag er nämlich nicht, ne? Ich habe schon wieder keine Eldengeschosse. Ey, Grauk, nicht auf mich! Komm, Grauk, jetzt mach ihn noch mal platt da. Hau ihn um. Verfluchte Scheiße, Mann! Scheiße! Ah. Wie ich dies hasse mit diesen Knöpfen drücken immer. Dann drückst du dann versehentlich mal den falschen Knopf. Der Typ, der ist nicht ohne. Der hat's aber auch dick hinter den Ohren gehabt. Aber gut. Ich sehe gerade, damit wäre dann auch die Aufnahme leider Gottes schon wieder zu Ende. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Und ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Aber ist ja auch egal, die Folge wäre hiermit ich zu Ende. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao, ciao! Und das war's dann auch schon mit der Folge hier in Mittelerde, Schatten des Krieges. Wann neue Folgen immer erscheinen, das schaue am besten einmal unten in der Videobeschreibung nach. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tali.